Gehe in den knienden Ausfallschritt. Dein vorderer Fuß ist komplett auf dem Boden, dein hinterer Fuß steht auf den Zehenspitzen. Dein vorderes Knie ist über deinem vorderen Sprunggelenk, dein hinteres Knie ist auf dem Boden. Dein Oberkörper ist über deinem hinteren Knie. Deine Arme sind locker und dein Blick geradeaus. Setze nun die eine Hand neben deinen vorderen Fuß. Die andere Hand berührt die Außenseite des vorderen Fußes. Diese dreht nun nach hinten oben sich auf. Folge mit dem Blick der Hand nach oben und wieder nach unten zum vorderen Fuß. Drehe dich so weit nach hinten auf, wie es dir möglich ist.